Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns gemeinsam an, wie du die Spracheinstellungen in Microsoft Excel ändern kannst. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Hast du Office 365 in der falschen Sprache aktiviert, kann die Sprache jederzeit nachträglich geändert werden. Die Spracheinstellungen in Microsoft Excel lassen sich im Vergleich zu anderen Softwareprodukten sehr gut konfigurieren. Ein wichtiger Hinweis: Mit Microsoft Excel kann ich unterschiedliche Daten importieren und auch bearbeiten, jedoch kann ich den Inhalt dieser Daten nicht in eine andere Sprache übersetzen, beziehungsweise ist mir nicht bekannt, dass das möglich ist. Nun, sehen wir uns aber an, wie ich nun die Sprache in Microsoft Excel ändern kann. Ich habe nun Excel geöffnet und habe die Sprache Deutsch standardmäßig aktiviert. Um nun eine Sprache zu ändern, wähle ich im Menü Datei, anschließend den Bereich Optionen aus, und erhalte nun ein Fenster mit den Excel-Optionen. Darin befindet sich nun der Reiter Sprache und habe die Möglichkeit, die Office-Anzeigesprache auf unterschiedliche Sprachen zu wechseln. In meinem Fall ist die Nummer 1 Deutsch bevorzugt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, jene Spracheinstellung vom Microsoft Windows zu verwenden. Das ist jene Sprache, mit der das Host-System, das Windows-System aufgesetzt wurde. In diesem Fall ist es ebenfalls in der deutschen Sprache. Nun kann ich aber auch auf eine zusätzliche Sprache ändern, in diesem Fall auf Englisch. Dazu wähle ich diese aus und kann diese als bevorzugt festlegen. Dadurch verschiebt sich diese Reihenfolge und ich kann nun mit OK bestätigen und erhalte den Hinweis, dass ich nun Excel neu starten muss, damit diese Spracheinstellung wirksam wird. Nun habe ich das durchgeführt und Microsoft Excel ist nun in englischer Sprache verfügbar. Noch ein allerletzter Hinweis: Wenn du eine ganz andere Sprache in Excel einstellen möchtest, musst du diese Sprache von der Webseite des Microsoft Support als Language Package herunterladen. Das wird aber auch in Excel vorgeschlagen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg!